Studierst du an der Universität Stuttgart und hast Lust, während deines Studiums einen Auslandsaufenthalt außerhalb von Europa zu verbringen? Dann bleib dran, denn in diesem Video erfährst du die 5 Schritte zu deinem Auslandsaufenthalt in Übersee. Studierende der Universität Stuttgart können während ihres Studiums 1 bis 2 Semester an einer Partneruniversität im Ausland verbringen. In diesem Video geht es speziell um die Bewerbung für einen Aufenthalt in Übersee. Zu Übersee gehören alle Regionen, die nicht Teil des Erasmus-Plus-Programms sind. Das sind Afrika, Asien, Lateinamerika, Australien, USA und Kanada. Wenn du dich für einen Auslandsaufenthalt interessierst, solltest du circa 1,5 Jahre vor deinem Antritt damit anfangen, dich zu informieren. Der erste Schritt dazu ist die Teilnahme an einer Gruppenberatung für die Region, in der du gerne einen Auslandsaufenthalt machen möchtest. Dort bekommst du Informationen zu den Partneruniversitäten, zu den Teilnahme- und Sprachvoraussetzungen, zum Bewerbungsprozess und möglichen Stipendien. In der Beschreibung ist ein Link für die Webseite mit den Terminen für die Gruppenberatungen und dem Anmeldeformular. Nachdem du an einer Gruppenberatung teilgenommen hast, ist nun der nächste Schritt die Recherche zu möglichen Partneruniversitäten. Welches Land, welche Stadt hat dein Interesse geweckt? Es lohnt sich auch, auf den Webseiten der Partneruniversitäten zu recherchieren. Dort kannst du zum Beispiel schauen, ob sie Kurse in deinem Fachbereich anbieten. Nachdem du nun ungefähr weißt, in welches Land du möchtest, musst du im dritten Schritt mit der entsprechenden Programmkoordinatorin oder dem Programmkoordinator einen Termin zu einer individuellen Beratung ausmachen. Ihr schaut dort zusammen, ob du dir passende Universitäten ausgesucht hast oder ob du nochmal nach Alternativen schauen solltest. Ihr geht zusammen den Bewerbungsprozess durch und natürlich werden alle deine Fragen, die du vielleicht noch hast, geklärt. Der nächste und sehr wichtige Schritt ist, dass du dich rechtzeitig vor der Bewerbungsfrist um die entsprechenden Sprachnachweise kümmerst, sowie um deine weiteren Bewerbungsunterlagen. Auf unserer Website findest du eine Checkliste, mit der du überprüfen kannst, ob du alle Unterlagen hast. Hast du alle benötigten Bewerbungsunterlagen gesammelt? Dann kannst du dich jetzt im fünften Schritt über das Online-Portal Mobility Online für deinen Auslandsaufenthalt in Übersee bewerben. Hab dabei immer die Bewerbungsfrist für deine Wunschregion im Blick. Du findest sie auf unseren Websites oder erfährst sie in der Gruppenberatung. Hast du noch Fragen zum Bewerbungsprozess für einen Auslandsaufenthalt in Übersee? Dann schreib sie gerne in die Kommentare. Du kannst auch gerne einen Blick in unser FAQ zum Thema Auslandsstudium werfen. In der Beschreibung findest du die Links zu allen Themen, die in diesem Video angesprochen wurden. Ein Auslandsaufenthalt erfordert Eigeninitiative, Durchhaltevermögen und Mut. Es lohnt sich aber in jedem Fall, egal ob du dich persönlich weiterentwickeln willst oder in deine berufliche Zukunft investieren willst. Denn es ist eine Erfahrung mit Spaß, Abenteuer und neuen Freundschaften.